In der Kategorie Großunternehmen wird die Allianz SE ausgezeichnet für das Projekt Ukraine-Hilfe 2022. In dem Moment, als der Krieg ausbrach, haben wir uns sehr, sehr schnell gefragt, was können wir als Allianz tun, um die Situation der Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns flüchten, einfach zu verbessern. Wir konnten an so wahnsinnig vielen Stellen helfen, weil wir, glaube ich, das Wichtigste gemacht haben, was erforderlich ist, nämlich zuzuhören, zu fragen, was wird wirklich gebraucht. Allianz hat schon immer eine sehr soziale Ader gehabt. Besonders toll fand ich einfach der unbedingte Drang und Wille auch der Mitarbeitenden, was zu machen. Und für uns stand absolut im Vordergrund, bedarfsgerecht zu agieren. Wir haben dann festgestellt, dass zum Beispiel Wörterbücher, ja, also deutsche, ukrainische Sprache, dass wir da was drucken können. Wir haben eine große Druckstraße bei uns in der Allianz, das ist dann gar kein Problem. Ja? Und dann eben die dann auch der Caritas gegeben. Also wir haben geguckt, wirklich, wir haben eine große Community aufgebaut bei uns hier auch von Ukrainern, die hier bei uns schon arbeiten, die natürlich auch Geflüchtete aufgenommen haben. Was brauchen die alles? Was können wir machen? Andi hat gekocht. Ganz viele andere haben überlegt, wie können sie Flüchtlinge aufnehmen, wie können wir noch helfen, können wir unterstützen bei der Sprache, bei der Wohnungsfindung. Und so ist das wirklich entstanden als eine gemeinsame Bewegung. Das war was ganz Besonderes, was aus den unterschiedlichsten Bereichen sich zusammengesetzt hatte. Ja? Man hat über die Medien gehört, was in der Ukraine passiert war. In dem Zusammenhang dann mithelfen zu können, stand für mich außer Frage. Also wir haben am Tag ca. 1200 Essen zubereitet, 2x600 und das halt über 6 Wochen. Besonders schön war es halt, dass man mit Freiwilligen aus verschiedenen Nationen zusammengearbeitet hat. Aber auch diese volle Unterstützung von allen MitarbeiterInnen. Krisen werden immer zahlreicher im Inland wie im Ausland und ich denke, man darf nicht wegschauen, man muss was tun. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir als Unternehmen die Verantwortung tragen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.